Servus, der Marc vom Business Studio Wien ist hier und bei mir ist die liebe Maria aus Nürnberg. Na? Hallo. Nürnberg, oder? Ja, richtig. Nürnberg. Was machst du zu Wien? Ich versuche meinen Freund. Okay, und den versuchst du immer wieder. Ja. Sonst wäre das schlecht. Gut, wir machen ein Zungenpiercing heute bei dir. Ja. Normal, straight up, von oben nach unten, sage ich dazu. Schau mal deine Zunge an, auch die anderen Termin. Dann haben wir was zu beachten. Das bedeutet, haben wir es schon, wir nehmen es ohne Glitzer kleiner, weil es halt ja ganz basic. Bitte mal so herdrehen. Yes. Bist du denn sehr nervös, Maria, oder geht's? Es geht schon. Meine Videos kennst du ja. Ja. Gut. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Hab mir viel angeschaut. Sehr schön. Zeig mal die Zunge wieder her. Kopf nach unten und die Zunge hochheben. Ja, passt perfekt. Alles klar. Gar kein Problem. Ganz easy. Also ich sage immer auch im Video, ich kann jedes Zungenpiercing stecken bei jedem Menschen. Da bleibe ich immer dabei, liegen wir jetzt bei jedem. Bei manchen muss man halt eben ein bisschen Trickkiste greifen, beziehungsweise halt die Stichtechnik oder den Kanal anpassen. Bei dir ist aber alles ganz basic. Ich werde dir auch wie allen Kunden gleich in die Zungenband stecken und dann stecken wir das von oben nach unten. Schön von unten nach oben, wollte ich sagen. Okay. Gut. Du solltest merken, dass die Zunge taub ist. Ja. Ja? Wirkt mein Mittel, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, so soll es ja sein. Und wenn es geht, wie gesagt, in 3 Wochen kann man wechseln, manche kommen noch erst ein bisschen später. Wenn du deinen Freund wieder besuchst, dann kann man es halt aber beim nächsten Mal 3, 4, 5, 6 Wochen irgendwie in den Dreh. Wenn du merkst, in Nürnberg, Mensch, ich werde langsam verrückt mit dem Stab und komme nicht so schnell her, dann lass es dir lieber doch schnell wechseln, weil sonst weißt du, wann drauf ist ja auch. Ja. Fragen vorher? Nee. Gut, dann geht los. So, Zunge ausstrecken. Noch ein bisschen. Locker. Wir waren zwar nicht zu weit vorne, keine Angst, dass wir nicht so zählen, ständig die ganze Zeit. Super. Das passt. Alles okay? Mhm. Das ist ganz tapfer. War nicht schlimm, ne? So ein bisschen, sage ich, eine einfache Geschichte für die Kunden. Hat dann immer ein bisschen Angst davon, ist normal, aber eigentlich ist das selber der Prozess. Jetzt ist das schon für dich. Zunge rein. Super, das war's. Danke schön. Das war viel besser als erwartet. Ja, das ist super. Dann darf ich dir ja bitten, einmal kurz zu zeigen. Da haben wir es schon da. Sehr schön. Schön mittig und eben unten leicht neben dem Zungenband, dass wir das nicht verletzen. Und ich zeige es in meinem Spiegel, dass du es auch mal siehst. Okay. Schön, ne? Ja, ich finde. Genau. Dankeschön. So, also ich erkläre dir mal kurz die Pflege. Wichtig ist mir Mundhygiene an erster Stelle. Also gründlich Zähne putzen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und nach dem Zähneputzen bitte schön ausspülen mit der Mundspülung. Eine Minute lang die Mundspülung spülen und dann einfach ausspucken und du bist fertig. Ja, das machst du nach dem Zähneputzen morgens und abends. Da ist ein Messbecher drin, so 10 ml reichen aus, damit das gut ausgespült ist. Gut. Tagsüber nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, Mundspray nehmen. Bitte immer sprühen einfach 2-3 Mal, einfach, dass der Mund antibakteriell behandelt ist. Da bitte nicht dran sparen, den Mundspray wirklich verwenden. Ja, gut. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts Besonderes vom Essen, Trinken. Du darfst alles essen, was jetzt nicht pasteurisiert ist, also was nicht pasteurisiert ist, doppelt von einer. Was du bei uns im Supermarkt kaufst, ist eigentlich immer pasteurisiert. Das ist der normale Joghurt, Käse, Parmesan, die ganzen Basics sind alle pasteurisiert. Die kannst du auch bedenkenlos essen. Mhm. Und das ist ganz spezielle rohgeschimmelte Sachen, die dich für dich lassen, die ersten 3 Tage. Mhm. Rauchen tust du? Kannst du 3 Tage verzichten? Ja. Umso besser. Sonst alles erlaubt, auch Dampfporzellan und Sauna spülen, wer dürfte es auch mal so einen Mund zulässt. Allerdings würde ich jetzt natürlich nicht am ersten Abend in die Sauna sitzen, aber in ein paar Tagen ist das alles kein Problem. Okay. Und rumknuschen und alles macht den Piercing keinen Spaß, am Anfang nervt eher, also eher warten, bis es ein bisschen kürzer ist. Und vom Essen her, die meisten Leute können am ersten Tag schon normal essen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, holst du dir Nudelsuppe, Babybrei oder ein Athletikgläschen. Dann tauschen wir das, dann kannst du aber ein anderes sanftes essen. Und andere sagen, Mensch, ich kann schon mit Zähne Pommes, dann darfst du. Wenn es geht. Fragen? 3 Monate lang das Ganze so? Nein. Jeden Tag? 3 Wochen. 3 Wochen. Und 2 Mal am Tag. Mhm. Dann würde ich auf 3 Wochen einmal täglich runter reduzieren. Mhm. Beziehungsweise wenn du bei mir bist und nichts mehr anschaust, in 3 Wochen kann es sein, wie ich sage zu dir, Maria, passt auf. Mhm. Aber wenn du mich nicht siehst, machst du es lieber 6 Wochen am Stück.
Drei Wochen zweimal, drei Wochen einmal. Okay. Passt? Ja, danke schön. Dann hoffe ich, war es schön, hat sich gelohnt. Ja. Und dann würde ich mich freuen damit und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder hier in Wien. Ja. Euch danke fürs Zuschauen. Das war die Maria aus Nürnberg. Tschüss, bye-bye. Dankeschön.